Damiano Amoy das Geschichtal vor dem Streichholz und dem Schuriamen in Bayern erzählen. In Amklana, griabichen Dorf, mitten in Bayern, wo de Leit nur fesche Tracht tragen und a zünftigs Weißbier schätzen, da gibt's a Werkstatt. In der Werkstatt, da wird der Hauptrolle von der Geschichte dem Meister Eder und seinem fiesen Kobold Pumuckl, wie er mir das Schugwend sahen. Dort ist a Herde vor Gänse durchs Dorf marschiert, die sahen von da örtlichen Polizei und haben so is Drom. Daun kämmer der Meister Eder und Pumuckl und schauken dös o de Gänse, sahen ja mit dem Schlagstock ausgerüstet und erkennt das als polizeiliche Unterstützung. Pumuckl hätt sie ja Gaudi draus, de Gänse so scheiß Schrecken, des Korn i eich Song. In der Ecken vor der Werkstatt ist er oder Schuriamen gläng, der er schon so wie ja lang treu deien tot. Der Schuriamen hasst Sepp und ist er weng verblasen und abgebraucht. Aber als das Streichholz, das da Pumuckl Flämmchen nennt, de Sepp gestreift tot, da hat er besondere Gefühl gespürt. Ja mei, der Sepp, der hot Wurs, denkt da Flämmchen und holt sie grad schon in Sepp fliebt. Wie er die Gänse durchs Dorf marschiert sahen und Pumuckl er seinen Scherz hat, du hat Flämmchen vor Erleben mit dem Sepp traumt. Aber wie er soit a Clans Streichholz Aufmerksamkeit vor an euden Schuriamen auf sie ziehen. In der zauberhaften Werkstatt leben an oder Däumling und Däumelingchen zwar ganz klane Leut, der immer bereit sahns Helfer. Der Homda Flämmchen in seiner traurigen Stimmung bemerkt und frocken, was ist denn los, Flämmchen? Warum bist du traurig? Ja, i hob mi in Sepp verliebt, aber i weiß net, wie i sei Aufmerksamkeit kriegen kann, antwortet Flämmchen seufzend. Du miasma dir Helfer, sagte Däumelinchen. Ja, freilich, der Sepp wird die sicher bemerken. In der Zeit ist der Knatterfürst der Knecht Korinthen in Werkstattkämmer, a imposante Figur mit an riesigen Schnurrbart, da wo Anna gleich der große Kuchelhors wird. Er hört von den ungewöhnlichen Geschichten in der Werkstatt gehört und ist gleich Herzsprunger. Was ist denn do los? Fragt der Knatterfürst mit seiner donnernden Stimme. Warum laufen die Gänse von der Polizei durch die Gassen und wo's treibt da Pumuckl schon wieder für a Gaudi? Der Meister Eder erklärt ihm die Geschichte und der Knatterfürst schmunzelt. Nun, das klingt nach a richtigs Abenteuer. Vielleicht koja ich da Helfer. Zusammen schmieden Flämmchen, Däumling, Däumelinchen und der Knatterfürst einen Plan. Sie wollen, dass da Sepp bei einem besonderen Tanz bewegt wird, wo Flämmchen arm sei Gefühl gesteht. Aber dazu brauchen sie a der Hilfe vor der Dürren Ronja, der euch die letzte Worte holt. Ronja, sagt der Däumling, mir braucht er deine Hilfe, um Sepp zum Tanzen zu bringen. Ja, freilich, antwortet Ronja. Ich bringe ihm so in Stimmung, dass er tanzt wie er noch nie. Am Abend, wie er der Werkstatt in sanftes Kerzenlicht eingehüllt ist, fangt der Musi zum Spielen, oder Ronja bringt den Sepp zum Tanz und Flämmchen hupft voll Vorfreit. Mit einem kloaner Sprunger landt Flämmchen direkt vorm Sepp und funkelt hell auf. Sepp, sagt Flämmchen, ich hob mi in die verliebt. Lass uns zusammen a Funkenmeer entfacher. Sepp schaut zuerst überrascht, aber dann lächelt er warmherzig. Flämmchen, ich hob die a bemerkt, lass uns zusammen durchs Leben tanzen. Ja, freilich. Und so tanzen Flämmchen und Sepp durch Nacht, begleitet vor der fröhlichen Musi und der strahlenden Augen ihrer Freund. Meister Eder und Pumuckl schauen dem bunten Treiben zu und wissen, dass in ihrer Werkstatt immer a bissal Magie und Liab zu finden war.